Hallo zusammen. So, heute melde ich mich dann doch mal wieder mit einem Video. Irgendwie war die Motivation seit dem letzten Video, wo ich dann sehr offen gesagt habe, dass eben der Rückfall in die Depression da ist, nicht ganz so groß. Ja, in der Zeit hat sich viel getan, in dem Sinne, dass man ja weitere Einschränkungen hat, dass sich das alles hinzieht, dass Corona das Leben einfach total verändert, total. Und das gerade für jemanden wie mich und auch andere, die in der Situation stecken. Ja, nicht sehr toll ist. Und ich habe jetzt gedacht, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, wie das Leben mit Depressionen gerade in dieser Corona-Krise ist. Denn es ist ja so schon schwierig, wenn man in einer depressiven Phase oder wieder in einem Schub von Depressionen steckt, dass man dann Alltag und so weiter meistert und dass einem Probleme oder Sorgen oder sonstiges nicht komplett aus der Bahn werfen. Und jetzt ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, was bei mir bisher dann so war, also nachdem ich dann das Video auch gemacht habe, die Tage danach, es wurde immer schlimmer. Jede Meldung, was wieder verschärft wird, was länger dauert, jede stillgelegten Schiffe von Reedereien, jede dieser Meldungen hat mich eigentlich tiefer runtergerissen und es gab Tage, da habe ich hier morgens ganz lange einfach nur auf dem Sofa gesessen und geweint, habe eigentlich nichts hinbekommen, saß lange ungeduscht, im Schlafanzug, beziehungsweise Schlafklamotten dort auf der Couch. Und das war sowas, was mich sehr, sehr erschreckt hat, weil das eben genauso war, wie es früher war. Normalerweise war es wirklich so, ich bin aufgestanden mit meinem Mann zusammen, habe Cappuccino getrunken. Wenn er zur Arbeit ist, habe ich sofort hier ein YouTube-Video was ich gucken konnte beim Steppen, ein Podcast zum Thema Kreuzfahrten, irgendwas zur Ernährung. Oder ich habe mir gute Laune-Musik angemacht, bin dann auf meinen Stepper, habe eine Zumba-CD reingelegt, irgendwas und habe meinen Sport gemacht. Dann war ich duschen, mich frisch machen und habe dann mit meinen Arbeiten begonnen, sei es der nächste Schreibauftrag, sei es Werbepostings für mein Network, sei es irgendwas für unser gemeinsames Business mit dem Reisevermittlung. Es war immer irgendwas, das Fernstudium. Ich war super motiviert und der Tag konnte gar nicht genug Stunden haben. Und wenn mein Mann dann irgendwann nach Hause kam, beziehungsweise ich schon da beim Kochen oder sowas war, habe ich dann schon zwischendurch gedacht, ach, jetzt hätte ich das und das und das noch machen können. Also ich war voller Power und das ist eben seitdem komplett weg. Also wie gesagt, die erste Phase war sehr, sehr schlimm. Da ging kaum irgendwas. Und das durfte natürlich auch nicht sein, weil damit bricht einem dann alles weg. Auch das Business, wenn man selbstständig ist, was eh irgendwo immer im Aufbau noch ist. Ich habe dann ja ich nehme ja so CBD-Presslinge. Die Dosis habe ich dann erhöht und das jetzt auch wirklich beibehalten mit der erhöhten Dosis und zusätzlich auch meine Nahrungsergänzungsmittel erhöht, einfach damit der Körper selber zumindest mit allen wichtigen Nährstoffen gut versorgt ist und dann fühlt man sich zumindest körperlich oder fühlte ich mich dadurch dann relativ schnell zumindest so wieder besser, dass auch diese große Müdigkeit und so nicht mehr so da war. Und dadurch ging dann zumindest so das, ich nenne es mal Funktionieren wieder besser. Also man funktioniert dann in dem Sinne. Ich habe mich dann auch meistens, bis auf zwischendurch mal ein paar Tage, die ich immer wieder habe, dazu aufraffen können, morgens wenigstens die Einheit auf dem Stepper zu machen. Gucke jetzt vorwiegend nur noch irgendwas zum Thema Ernährung, weil alles andere mag ich im Moment einfach nicht sehen. Das ist, belastet mich ja mehr, als dass es mich erfreut, weil es einfach eine andere Situation ist. Habe das zumindest gemacht, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich will nicht auch noch, jetzt wo ich den Rückfall in die Depression habe, will ich nicht auch noch den Rückfall in 98 Kilo Zeiten haben, das muss nicht auch noch dazu kommen. Habe das also, wie gesagt, soweit im Griff. Macht dann auch, wenn mal Aufträge da sind, macht die auch. Allerdings suche ich da auch wirklich bewusst im Moment nicht mehr so die Herausforderung, wie ich es früher gemacht habe, dass ich auch gerne mal Themen genommen habe, die mir eigentlich überhaupt nicht liegen, beziehungsweise überhaupt noch keine Erfahrung hatte und wo ich dann viel mit Recherche und sowas gemacht habe. Das hat mir vor Corona wirklich viel Spaß gemacht, weil es eine Herausforderung war. Im Moment ist, sage ich mir einfach, das packe ich nicht. Gedanklich nicht, kopflich nicht. Deswegen lasse ich das, aber ich versuche schon immer so meine Sachen zu haben oder schreibe eigene Texte zu unverfänglichen Themen, die mich gerade nicht so dann belasten oder wieder in irgendwie so ein Kopfkino bringen. Klappt auch ganz gut, sind auch schon wieder einige von verkauft, aber es ist eben wirklich nur ein Funktionieren. Ich bin mittlerweile auch in einem Forum für Depressive angemeldet, lese da aber nur erstmal still mit. Ich mache ein Webinar, was jetzt immer montags angeboten wird.
wo ich versuche, so ein bisschen das Mindset wieder zumindest dahingehend zu bekommen, dass ich sage, zumindest vom Mindset her muss das wieder in die richtige Richtung gehen, auch wenn mir andere Tipps, die ich zum Beispiel in der Therapie damals bekommen habe oder so, jetzt nicht weiterhelfen können. Würde es auch nicht, wenn ich jetzt zum Therapeuten gehe, es sei denn, der hat jetzt ganz andere Ansätze, aber der wird das ja auch jetzt erst, der ist ja auch in einer Phase, die er so nie kennt. Na, also auch ein Therapeut hatte diese Phase vermutlich noch nicht, dass er dem Klienten gar nichts oder bei vielen nicht weiterhelfen konnte oder nicht empfehlen konnte, weil als ich damals 2007 in Therapie war, kam dann wirklich auch irgendwann die Schlussfolgerung von meinem Therapeuten sehr hart an den Kopf geknallt. Ja, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie entziehen sich dieser Situation in der Firma, weil damals war es da eine Sache, die das Ganze mit ausgelöst hat und die immer schlimmer wurde. Haben dann halt mal ein paar finanzielle Einbußen, aber sehen zu, dass sie wieder gesund werden oder sie lassen es. Ne? Also wir hatten viele Sachen erarbeitet. Er hat mir dann auch vieles gesagt, was ich zwischendurch tun soll, wenn es mir richtig nicht gut geht. Zum Beispiel bei seiner Empfehlung damals, ziehen Sie sich auf keinen Fall zurück, auch wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten jetzt nicht unter Leute, zwingen Sie sich unter Leute, teilweise einfach mal, um dann was anderes zu sehen. Oder machen Sie etwas, was Ihnen sehr gut tut. Machen Sie einen Tapetenwechsel und gehen Sie mal für ein Wochenende irgendwo in Urlaub oder sowas. Sowas kam dann damals auch als Tipp, irgendwo rauszukommen. Und das sind auch Sachen, die mir sehr geholfen haben zwischendurch. Nur ist ja jetzt nicht möglich. Es ist ja nichts. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt, klar, ich kann telefonieren mit Freunden oder sowas, haben wir auch alles schon gemacht, aber zumindest bei mir wirkt es im Moment nicht dahingehend, dass mich das irgendwie rausholen würde. Und das ist mit Sicherheit auch eine Kopfsache, ganz klar, muss ich vielleicht mein Mindset noch anders wieder umstellen, aber sowas geht nicht von heute auf morgen, denn ich habe meins ja erst komplett umprogrammiert und hatte meinen Weg gefunden, wie ich auch mit Situationen, die nicht so toll laufen, umgehen kann. Nur die Sachen kann ich alle jetzt so nicht anwenden. Und das geht nun mal nicht von heute auf morgen und schon gar nicht, wenn es einem gerade richtig beschissen geht in der Hinsicht, dass man das alles wieder so verinnerlicht und verändert. Natürlich ist es so, dass ich weiß, dass vieles, was mich jetzt so tief reißt, eigentlich Luxusprobleme sind, beziehungsweise jammern auf hohem Niveau. Aber das ist wahrscheinlich auch nur irgendwo so dieser Auslöser in dem Sinne. Und selbst wenn es so ist, ich kann es gerade nicht ändern, sondern es macht es einfach mit mir. Und egal, was ich jetzt im Moment versuche, das meiste, bleibt dabei, es ist wieder alles so wie vor etwas über 2,5 Jahren, als der zweite große Crash da war. Nur habe ich jetzt leider vieles nicht selber in der Hand. Nicht alles, das ist klar. Bei diesem Webinar, was ich jetzt montags immer mache, geht es eben auch wirklich viel darum, dass man eben sagt, ja, aber die Gedanken, das kann dir keiner nehmen, da kannst du wirklich alles das, was du möchtest. Und ich versuche jetzt einfach, das alles ein bisschen zu verinnerlichen und das wieder hinzubekommen, dass mir das vielleicht irgendwo weiterhilft. Aber im Moment, no way. Also dieses zum Beispiel mich an den letzten schönen Urlaub träumen, zurückträumen, das löst bei mir im Moment genau das Gegenteil aus. Und ja, es ist vielleicht blöd, weil vielleicht wird es einem helfen, aber es ist einfach im Moment nicht so. Ja, und das ist eben wirklich so die Phase, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, ob und wie ich da wieder vernünftig rauskomme. Aber es ist wirklich eine schwierige Sache und ich glaube, oder ich weiß auch, dass es vielen anderen auch so geht, die damit sowieso zu kämpfen haben. Und ich weiß mittlerweile auch durch vieles Lesen, sei es in Diskussionen, ich bin da auch so ein Mami-Blog bei Facebook irgendwo, das wird immer als gesponserter Beitrag angezeigt. Und ich habe dann einfach mal quer gelesen, obwohl ich damit nichts zu tun habe, denn ich habe ja keine Kinder. Aber ich fand gewisse Ansätze oder gewisse Sachen, die dort gesagt wurden, die geschrieben wurden, besser gesagt, konnte ich sehr gut nachvollziehen, wie diese Leute sich gefühlt haben, auch wenn da der Stress eher dadurch kam, dass die jetzt Homeoffice, Homeschooling und so weiter haben. Aber es war eben so, dass da auch viele so ein bisschen das wieder gespiegelt haben, was bei mir so immer Sache ist. Ja, und deshalb weiß ich eben, dass es ganz vielen Menschen, selbst denen, die sonst nie was damit zu tun haben, mittlerweile psychisch nicht mehr so besonders gut geht. Und allein das zeigt ja auch, was diese ganzen Maßnahmen mit den Leuten machen, ob sie berechtigt sind oder nicht. Darüber will ich jetzt heute hier gar nicht reden, weil da gibt es sowieso Streitigkeiten. Das nimmt einen dann noch zusätzlich mit, denn ich denke auch immer, nicht alles müsste so sein, wie es jetzt ist.
Denn es wird für mich einfach auch ganz oft nicht berücksichtigt, was eben dafür, ich sage es jetzt mal ganz bitter, Kollateralschäden wie mir oder auch bei anderen dann entsteht. Das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Wenn ich jetzt Dauerstress habe, wie die Mamis, die jetzt alles unter einen Hut bringen zu Hause, Dauerstress kann nie gut sein, weder für die Psyche noch für den Körper. Solche Sachen alle. Also, aber das ist, wie gesagt, das führt jetzt dran vorbei, weil es geht hier jetzt einfach um das Leben mit diesen Maßnahmen, wenn man dann in der depressiven Phase ist. Aber das eben so am Rande, und das nimmt noch genauso mit, wenn dann die Leute wenig Verständnis haben. Ich hatte es ja in einem anderen Video auch angesprochen, und wenn überhaupt niemand überhaupt mehr über irgendwelche Dinge nachdenkt und mal zwei Seiten beleuchtet. Aber ja, sowas kommt dann erschwerend auch hinzu. Was ich mache, um eben meinen Alltag trotzdem eben so ein bisschen zu regeln, ist eben, wie gesagt, den Körper, soweit es geht, sehr gut versorgen. Ich versuche auch nach wie vor, mich gesundheitsbewusst zu ernähren, obwohl ich sagen muss, dass auch ich da jetzt ein bisschen anfälliger bin. Was ich auch viel lese, einige sagen, ich trinke jetzt abends immer einen Wein, was ich vorher nie gemacht habe, oder jo, ich greife jetzt wieder noch öfter zu Schoki. Ich versuche das in den Kalorienplan mit einzubauen und darauf schon zu achten, aber ich merke auch, dass ich so gerade nachmittags meistens immer irgendwo mal so ein bisschen mehr Schoki brauche als sonst. Gewichtstechnisch hat sich das zum Glück bisher nicht negativ ausgewirkt, aber es ist halt so, und das ist dann ja auch nicht das Gesunde, aber es ist gerade so, und dann muss ich es vielleicht auch in Stücken akzeptieren und sehen, dass ich es einigermaßen schadenfrei dann versuche einzubauen. Eine weitere Sache, die ich eben mache, dass ich wenigstens ab und zu mal Glücksmomente habe, da hat mein Mann mich glücklicherweise drauf gebracht. Er hat in so einer Hilfsgruppe, wie sie bei Facebook ja jetzt ganz oft gemacht wurden wegen Corona, einen Beitrag von einer Husky Ranch gefunden, die bei uns so circa 50 Kilometer entfernt liegt. Die suchten halt Leute, die mit den Hunden immer mal wieder dann Gassi gehen quasi, beziehungsweise einfach denen diesen Auslauf bieten, eine Strecke gehen, so circa 1, 2 Stunden, manchmal auch länger, weil eben die Kinder, die das sonst gemacht haben, jetzt nicht kommen durften. Die Eltern wollten das einfach nicht mehr wegen der Corona-Sache, und dann hatten die jetzt keinen und viel Auslauf und so. Also das Training ist denen halt verboten worden. Die machen sonst ja auch Schlittenrennen, aber oder solche Rennen, und bieten das auch an, dass man das buchen kann, da mal auf so einem Schlitten, der dann zwar mit Rollen, aber eben so ein Husky-Wagen ist, dass man das buchen kann. Das fällt bei denen ja auch alles weg. Ja, und dann haben wir uns da gemeldet, durften auch kommen, haben dann einen ganz, ganz tollen Tag samstags einmal bei den ganzen Huskies verbracht, haben uns die angucken können. Ich durfte mit Welpen knuddeln, und für mich, die ein totaler Hundenarr ist, oder generell so auch Tiere, so auch Katzen und so weiter, aber auch Hunde ganz besonders, war das total toll. Und diese Hunde sind irgendwie fast sowas wie ein kleiner Therapeut. Stimmt wirklich, weil wenn ich da bin, so mit den Fellnasen, das ist dann der Moment, vielleicht sieht man es auch jetzt, dann strahlt man für diesen einen Moment wieder so ein bisschen. Und das machen wir jetzt regelmäßig, also vorwiegend sonntags. Wir waren jetzt, haben wir dann auch angefragt, konnten für freitags dann kommen, weil das muss immer so ein bisschen geregelter, weil auch die darauf achten müssen, dass dann nicht zu viele Leute dann da gleichzeitig sind, die sich einen Hund holen. Quasi laufen kann man da überall sehr mit Abstand, da ist fast keine Menschenseele, da drumherum ist ganz viel Möglichkeit. Ne? Das ist nicht das Problem. Ja, also das versuchen wir jetzt so lange auch beizubehalten, wie es da irgend geht und wie wir das da dürfen, weil das wirklich für mich eine ganz tolle Sache ist. Einen eigenen Hund haben wir eben aus vielen diversen Gründen dann nicht gemacht, weil das ist für mich eine Verantwortung wie eine Entscheidung für ein Kind. Denn auch so ein Hund ist ein Lebewesen, und wenn man den hat, muss man bereit sein, sein Leben komplett umzukrempeln. Und wir, die ja normalerweise, wenn jetzt gerade nicht Corona-Maßnahmen sind, die dir alles verbieten, eben sehr gerne unterwegs sind, auch mal spontan uns samstags ins Auto setzen und sagen, wir fahren jetzt nach Düsseldorf zum Flughafen, Flugzeuge gucken, was auch immer, haben wir einfach gesagt, dass das passt nicht, weil das ist nicht gerecht dem Hund gegenüber, wenn man ihn, ne, auch mit Urlaube und so, ihn ständig irgendwo abzuschieben. Nee, das ist einfach nicht meins, und wir haben immer gesagt, das passt einfach so noch nicht. Aber umso froher bin ich jetzt, dass man so quasi diese Hunde jetzt einfach so einmal die Woche bei sich hat, und das ist wirklich, das ist zum Beispiel was, das ist so ein bisschen so mein Blick. Fällt, worauf ich mich so ein bisschen freuen kann, denn es ist ja im Moment nicht wirklich was, wo man Vorfreude drauf haben kann. Wenn ich so gucke, normalerweise wäre jetzt so langsam die Phase, wo es auch draußen ein bisschen schöner wird. Da haben sich mein Mann und ich am Wochenende in den Garten gesetzt, haben
Videos von den Häfen geschaut, zu denen uns die nächste Kreuzfahrt, die gebucht ist, führen würde. Wir haben ja um diese Jahreszeiten immer schon die Kreuzfahrten in Intus, die wir dann meistens, oder gebucht, die wir dann eben meistens so Oktober, November, Dezember rum machen. Unsere nächste wäre dann eben jetzt Ende November, wenn da irgendwas klappt, wie auch immer. Aber da ich eben große Zweifel habe und man eben nichts weiß, habe ich einfach überhaupt keine Motivation, da irgendwas zu planen. Und ich kann auch im Moment keine Reportagen oder so gucken, ohne dass ich richtig traurig werde. Und das Problem ist eben auch, selbst bei Filmen oder so passiert es mir manchmal, dass wenn ich dann da irgendwelche Leute sehe, die fröhlich zusammen irgendwo sitzen in einem Café, sich mit Freunden treffen, eine Party feiern oder so, dass mir dann richtig, ja fast schon, ich hätte was gesagt, die Kehle zugeschnürt wird, weil ich denke, mein Güte, das hast du alles nicht mehr und wer weiß, wann du es wieder kriegst. Das ist so, zwischendurch kriege ich Angst und denke, wir kriegen das nie wieder. Die Regierung wird uns jetzt in Anführungsstrichen klein halten und das passt denen ganz gut und die Leute sind zu Hause. Ist vermutlich völliger Blödsinn, fällt wahrscheinlich wieder unter Verschwörungstheorie, aber solche Gedanken, das Kopfkino, wer da auch selber Probleme mit hat, sei es wegen Angst, sei es wegen Depression, sei es wegen irgendwas, der weiß, dass es so schnell nicht immer anzuhalten ist. Selbst wenn man vielleicht rational weiß, dass das totaler Blödsinn ist, aber es kommt halt. Und da habe ich eben massive Probleme mit und deshalb ist im Moment meine Freizeitgestaltung noch ärger eingeschränkt, als es ohnehin schon durch die Vorschriften ist. Ich weiß, das ist ganz allein mein Problem, beziehungsweise da kann nur ich dran arbeiten, aber das geht eben nicht von heute auf morgen, denn wie gesagt, das Mindset muss ich mir auch anders aufbauen und jetzt muss ich wieder dran arbeiten. Und so einige sagen dann, ja, aber ich gucke mir jetzt ganz gerne Urlaubsfotos an und schwelge in Erinnerungen und freue mich dann, wenn es dann irgendwann wieder losgeht und so. Für mich ist das im Moment eher Gift, also dann geht es mir richtig schlecht. Gestern lief abends eine Reportage über ein Kreuzfahrtschiff. Normalerweise will ich sowas sehen. Selbst wenn ich die Reportage nur dreimal gesehen habe, sage ich, lass an. Jetzt habe ich auch gesagt, lass an, weil ich wusste, mein Mann möchte es gerne gucken. Ich selber habe mich dann im Bett halt wirklich umgedreht und habe versucht, direkt zu schlafen, dass ich gar nicht so viel davon mitbekomme. Ja, und das ist halt, das sind halt so die Dinge. Und auch sonst, dieses ganze Plan, diese Vorfreude auf irgendwelche tollen Ereignisse, die fehlen einfach komplett. Ich habe, ja, normalerweise wäre jetzt auch so die Phase, dass wir so langsam den Saisonabschluss mit dem Fanclub planen würden. Da haben wir dann immer sowas gemacht, wie Planwagenfahrt, eine Bootsfahrt hatten wir schon letztes Jahr, haben wir Bauerngolf gespielt und danach zusammen gegrillt und das DFB-Pokalfinale geguckt. Das sind so Sachen, wo ich mich auch immer sehr drauf freue. Oft kommen dann auch ein paar von den Leuten, die etwas weiter weg von hier wohnen und dem Fanclub angehören, weil es einfach auch Freunde geworden sind und. Das fällt weg. Dann war die Vorfreude groß, dass wir ausgerechnet an dem Hochzeitstag von meinem Mann und mir eine Schiffsbesichtigung hätten machen können, die mittlerweile aber auch natürlich schon abgesagt wurde. Die Mail kam schon vor 2 oder 3 Wochen. All das, es ist einfach nichts da, worauf man sich freuen kann. Wie gesagt, klar, dieses circa 2 Stunden Laufen mit den Huskies, aber es ist halt alles eintönig. Es ist immer das Gleiche und es ist nicht die Abwechslung, es ist kein besonderes Ereignis, auf das man hinfiebern kann. Ne? Und selbst die gebuchte Kreuzfahrt im November, die eigentlich noch lange hin ist, wo man vielleicht sagt, naja, warte doch mal ab, kann doch bis dahin alles. Ja, kann aber auch nicht. Und diese Ungewissheit lässt einfach keine Vorfreude bei mir zu. Ne, und das sind so Dinge, wo ich dann wirklich sage, das fehlt mir ganz, ganz arg. Auch so hätten wir sonst, wollen ja hier eine Beachbar bauen draußen für uns, hatten das vor, diesen Sommer zumindest anzufangen, dass die Bar fertig ist, dann soll irgendwann auch der Sandstrand in Anführungsstrichen oder dieser Strandsand dazu. Und dann haben wir auch schon gesagt, dann machen wir die Bar und dann laden wir die Freunde zum Grillen ein, zum Eröffnen und machen hier Fete, quasi so ein bisschen Karibik-Fete. Ja, das nichts, also ne, es ist ein richtig, richtig eintöniges Leben. Ich meine, klar, man kann sich dann sagen, ja, aber man kann doch so vieles machen, wenn ich so manche lese, die sagen, ja, aber wieso, jetzt habe ich mal Zeit, ein Buch zu lesen, jetzt habe ich mal Zeit für meinen Partner, für die Kinder, ich kann mal Schränke auswaschen, die ich sonst selten auswasche und.
Ja, das kann man sicher machen, mache ich sicher auch. Aber das erstens ist das was, ich weiß nicht, wie die Leute vorher ihr Leben organisiert haben, aber mein Leben war mindestens seit 2,5 Jahren so organisiert, dass ich all diese Dinge zwischen der Arbeit auch mal untergebracht habe. Ich habe zum Beispiel, wenn ich hier zu Hause gearbeitet oder ich arbeite ja von zu Hause aus, wenn ich dann mittags mal meine 1, 2 Stunden Pause gemacht habe. Und ja, die habe ich mir gegönnt, weil ich morgens auch manchmal schon um 6:30 dann mit was angefangen bin und dann war ich im Plan. Dann bin ich bei schönem Wetter halt raus. Dann habe ich hier eine Runde in meinem Pool geplanscht oder ich habe draußen auf dem Liegestuhl Recherche gemacht oder ich habe Buch gelesen oder ne, mein Mann und ich, wir hatten immer Zeit zusammen, lange Gespräche, die haben wir auch vor Corona geführt und noch besser, weil man konnte dann einfach, man ist zum Beispiel mit dem Auto bis nach Düsseldorf gefahren, das ist eine lange Fahrt, haben uns sehr ausgiebig unterhalten können und haben dann dort den Tag am Flughafen genossen, haben Flugzeuge starten, landen sehen und haben uns da gemütlich irgendwo einen Kaffee getrunken und und. Also, das sind alles Dinge, also diese Dinge, die ich jetzt mache, um die Zeit irgendwie totzuschlagen, die Freizeit, die ich habe, die habe ich vorher auch gemacht und die bringen für mich keinen Mehrwert in dem Sinne, weil sie vorher auch schon da waren. Es ist nicht so, dass ich sage, oh ja, ist ja toll, weil die habe ich vorher alle vermisst. Nein, habe ich nicht. Die hatte ich ja alle. Ich vermisse jetzt aber Dinge, die ich überhaupt nicht mehr habe, wie ich das ja schon gesagt habe. Und ich habe selber ja auch einen Blog, den ich für mich so auch schreibe, um diese ganzen Sachen einfach vielleicht auch ein bisschen zu verarbeiten, wo ich auch relativ regelmäßig jetzt mittlerweile Einträge so für mich gemacht habe. Und da habe ich es mal so beschrieben, dass ich gesagt habe, so die letzten 2,5 Jahre, seit ich diese schlimme Depression und den ganzen Ärger mit dem Arbeitgeber und so weiter, das alles und auch diese Tabletten, die ich geschluckt habe und so diesen schlimmen Tag. Seit ich das alles hinter mir gelassen habe und da gut rausgefunden habe, hatte ich ein super, super Leben. Ich würde sagen, das Leben war nahezu perfekt. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also es war auch nicht so, dass ich das jetzt nur im Nachhinein sage, so weil ich es jetzt nicht mehr habe, sondern ich habe damals schon sehr oft gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich bin das erste Mal in meinem Leben mit so ziemlich allem, was ich habe, glücklich. Ich war glücklich im Berufsleben, ich war glücklich glücklich in meiner Beziehung, Freundeskreis, all das. Davor war es immer so, dass irgendwas nicht passte. Entweder war die Partnerschaft nicht so oder jobmäßig hatte ich ja sowieso ganz, ganz schlimme Sachen immer wieder. Oder es war ganz früher noch in der Teenie-Zeit, da hatte ich zwar tolle Eltern, aber dafür war ich richtig fett, war dem Mobbing ausgesetzt. Es war immer irgendwas, was richtig, richtig scheiße war, um es mal so auszudrücken. Und die letzten 2,5 Jahre waren einfach so. Das Leben war toll. Ich hatte an allem Spaß. Mir ging es gut. Alles war toll. Klar gab es auch da hier und da mal was. Es gab mal einen Streit in der Ehe. Es gab mal eine Phase, wo die Selbstständigkeit, die ja sowieso noch richtig im Aufbau ist und wo das nicht so schnell geht, wo man dann mal gedacht hat, ah, Scheiße. Ne? Aber das waren so kurze Momente, die jeder im Leben hat und die auch dazugehören. Aber die Grundeinstellung war so, ich war super, super glücklich. Ich habe das Leben geliebt. Ich habe wirklich mal mein Leben richtig komplett geliebt und hatte einfach nur mal vielleicht einen traurigen Tag oder ein trauriges Ereignis oder was auch immer. So, seit Corona ist, seit diesen ganzen Einschränkungen, seit mir der Staat sagt, wann ich wohin gehen darf, mit wem ich wohin gehen darf, wie viel Abstand ich zu meinen Leuten draußen haben muss und, seit die Geschäfte zu sind, seit alles abgesagt ist und. Seitdem ist bei mir genau umgekehrt. Ich habe wieder ein ganz, ganz tief trauriges Gefühl. Ich habe vieles so schwarz in mir. Es ist alles so schwerfällig. Es ist keine Grundfreude mehr da. Also ich stehe morgens nicht auf und bin happy und sage, yeah, schön leben. Nee, ich habe leider auch schon wieder öfter die Phase gehabt, die jetzt zum Glück zumindest mal weg ist, was mich auch sehr beruhigt, weil das schon was ist, wovor ich Angst habe. Ich hatte auch wieder Tage dabei, wo ich abends gesagt habe, bitte lass mich einschlafen und lass mich morgen nicht aufwachen, weil ich das so nicht will. Das ist für mich ist das, was wir im Moment machen, kein Leben. Ich weiß, das sind Luxusprobleme, erste Weltprobleme und wie man das schon alles bezeichnet hat, das mag auch alles sein, das stimmt und ich weiß das. Und ja, irgendwo schämt man sich vielleicht sogar für solche Gedanken, weil man ja eigentlich ein tolles Leben hat, wenn man jetzt mal in ganz andere Länder guckt und selbst wenn man hier nach Deutschland guckt, gibt es Leute, denen geht es schlechter als mir. Weiß ich alles. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ich mir ein gewisses Leben erarbeitet habe. Für mich, wo ich gesagt habe, das ist für mich lebenswert. Für mich gehört dazu,
regelmäßig Freunde zu treffen, mal sowas wie kleine Fäden im Garten zu haben mit mehreren Leuten, die einem wichtig sind, spontan rausgehen zu können, essen gehen, ins Café, wie gesagt, Flugzeuge gucken. Und für uns ist Reisen ganz, ganz wichtig. Ich habe das ja jetzt erst relativ für mich entdeckt, mal weiter wegzukommen, dadurch, dass ich ganz, ganz hart an meiner Flugangst gearbeitet habe, dass ich sie besiegt habe. Ich habe da so hart für gekämpft. Und jetzt von heute auf morgen nimmt man mir alles. Es ist ja nicht nur so, dass eine Sache wegbricht. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, so, du kannst jetzt ein Jahr lang nicht mehr zum Flughafen fahren, weil alle Flughäfen keine Besucher mehr dulden. So wäre scheiße, würde ich wahrscheinlich traurig drüber sein, weil das für mich wirklich eine tolle Sache ist und auch wirklich so eine Art Relaxing. Das kann man jetzt verstehen oder auch nicht, aber darum geht es ja nicht. So, nein, es ist ja so, dass alles, was mir wichtig ist, oder so also ziemlich alles, was für meine Freizeitgestaltung oder für meine Lebensgestaltung wichtig ist, weg ist. Das fängt schon beim Beruflichen in dem Sinne an, dass vieles weggebrochen ist, weil ich eben vorwiegend Thema Reisen und so weiter bearbeitet habe. Textmäßig, Reisen, sowas in der alles. Ne, das war ein ganz guter Bereich, wo ich auch wirklich tolle Bewertungen für gekriegt habe, wo sich eigene Texte gut verkauft haben und. Nur im Moment ist es kaum gefragt. Das heißt, da ist schon mal eine Sache, klar, ich kann es schreiben, ich kann es reinstellen. Aufträge selber in dem Bereich gibt es so gut wie keine. Ich könnte selber drüber schreiben, aber es geht bei mir schon mal im Moment von der Gefühlslage nicht wirklich. Und es ist halt wirklich so, dass das auch im Moment nicht sehr gefragt ist. Das heißt, es liegt dann darum und bringt so auch kein Geld. Das Business, was ich mit meinem Mann nicht mehr mache, liegt komplett auf Eis, weil eine Reise buchen tut schon mal gar keiner mehr im Moment. Und selbst wenn, ist es so verhältnismäßig wenig und die Provision gibt es ja dann auch erst, wenn die Reise angetreten wird. Ja, das ist weg. Dann geht es weiter. Eben, wie gesagt, Fanclub-Aktivitäten, die uns Spaß machen, liegen auf Eis. Die Aktivitäten mit den Freunden selber, aber halt natürlich auch der Fußball selber. Es wird ja nicht mal Geisterspiele im Moment. Ob es die demnächst dann doch wieder gibt, weiß man nicht. Aber das ist ja auch eine Sache, die wir gern gemacht haben. Weg. Ne? Das Reisen selber, spontan mal Wochenendtrips oder Städtetrips, Hamburg, Schiffsbesichtigungen, all das, alles nicht mehr möglich. Wie gesagt, es ist eigentlich, ich weiß, ich bin nicht allein damit. Das geht ja den meisten Leuten so, es geht vielen Leuten so. Nur es ist eben so. Von heute auf morgen ist alles weg. Und damit erstmal klarzukommen und das, wenn man eh vorbelastet ist, ja, ist eigentlich eine Hausnummer. Und ich bin im Moment einfach nur relativ froh, dass ich zumindest so einigermaßen wieder angekommen bin im Alltag und ich sag mal, dahin vegetiere, funktioniere. Ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht und ob es dann irgendwann mal wieder ein paar schöne Sachen, Aussichten gibt und wann es endlich wieder so weit ist. Für uns ist ganz klar, sobald die ersten Flieger wieder irgendwelche Urlaubsorte erreichen, wenn das Malle ist, wo wir sonst eigentlich nur im Zuge der Kreuzfahrt hin, dann werden wir dahin, einfach um das zu haben, wann auch immer das sein wird. Ja, und bis dahin halt einfach mal schauen, wie das jetzt so weiter wird. Wie gesagt, das Forum, Mindset, entsprechende Bücher. Der Versuch ist es eben und ich will den Kampf auch nicht aufgeben. Dafür war das Leben davor zu schön und es ist immer wieder mal die Hoffnung, dass es dann irgendwann noch mal wieder so schön wird und dass ich wieder die Freiheit habe. Und deswegen versuche ich zumindest diesen Kampf auch wieder noch ein drittes Mal so gesehen zu gewinnen. Ja, und das ist einfach so mal das, was ich dazu sagen habe, wie man mit Depressionen in dieser Corona-Krise lebt. Vielleicht ist da draußen jemand, der das ähnlich hat oder sowas. Könnt gerne auch mal schreiben, wie ihr damit klarkommt oder was ihr so vielleicht auch noch für Techniken für euch anwendet oder so. Ja, und dann hoffe ich, dass wir alle, besonders die, die eben wie ich davon betroffen sind, dass wir da gut durchkommen, dass wir es nochmal schaffen und dass wir dann irgendwann bald wieder richtig schöne Videos sehen, dass man wieder schöne Sachen machen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis dahin, sage ich, bleibt gesund und das nicht nur auf Corona bezogen, denn das ist sowieso bei jedem, es schützt jeder nicht nur noch vor Corona. An andere Sachen kannst du scheinbar gar nicht mehr sterben, habe ich so das Gefühl. Ist ja schön für alle Krebspatienten oder so da draußen. Hey, die Politiker schützen euch vor Corona. Wird alles gut. Ja, aber versuchen positiv zu bleiben. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.